Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der 12. April, 8:37 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und schauen auf den rechten Chart und fangen an mit der Big Number hier bei 15.207 Long, bei 15.192 Short zu gehen. Wir haben eine Kurslücke, einen Gap vom Freitag. Wir sind unterhalb des Daily Pivots und blicken einmal auf die Blue Boxen am Freitagabend. Denn Freitag früh gab es nicht so viel, einen Zehner. Und wir haben hier einen Hedge-Auflösungstrade am Freitag getätigt von einer Box, die wir am 2 Tage zuvor in der Mittagspause geschlossen haben. So. Wir gehen auf die Vola-Boxen. Hier sehen wir die Vola-Box aktuell. So sollte sie reinkommen, ist direkt bei dem Daily Pivot. Ansonsten auch hier ein Rückblick. Am Freitag sind wir hier reingekommen, haben den Hedge-Auflösungstrade getätigt. Das heißt, der Markt ist hier rein und wir sind long gegangen und dort haben wir die Position rausgenommen. Ich gehe jetzt mal auf den 5-Minuten-Chart. Dann können wir uns das gleich sauberer anschauen. So, und das bedeutet, wir starten wie immer morgens dann einmal auf die oder einen Blick auf die etwas größeren Zeitebenen. Fangen heute mal an mit Gold. 1740 Gold haben wir letzte Woche getradet, haben den Trade in den Gewinn gebracht. Ja, und er hat sich jetzt erstmal an dem 50-Tages-Durchschnitt, hat da erstmal gestoppt. Wenn wir weiter bleiben, gehen wir in Öl rein, in Konjunkturparameter. Hier sehen wir nach wie vor, es ist sehr ruhig dort. Mal gucken, ob der Markt hier nochmal versucht, den 100er-Tagesdurchschnitt zu testen. Technologiebörse Nasdaq, ja, steht wieder kurz vor dem All-Time-High. Auch da die Wochenkerze sehr bullisch. Wir sehen es hier in der Technologiebörse. S&P 500 ist auf Wochenbasis, sehen wir auch hier All-Time-High und auch da verrückt und wahnsinnig, wie die Märkte hier mit Liquidität und wie viel auch da in die Märkte gerade an Geld reingespült wird. 33.692 der Dow Jones. Also sieht alles mega, mega bullisch aus. DAX, ja, haben im Gegensatz zu den anderen Märkten sehen wir die letzten 3, 4 Tage so ein bisschen schwächer. Die Wochenkerze hat tiefer geschlossen, aber auch hier, wenn die Amerikaner steigen, wird der deutsche Markt auch hier mitziehen. Gehen wir jetzt mal in Bitcoin rein. Der hat die 60.000er-Marke wieder durchbohrt. 60.400. Und wir sind da jetzt wieder beim All-Time-High, auch in diesem Markt. Also, alles sehr, sehr bullisch. Und wenn wir hier nochmal einen Blick drauf werfen auf einen Indikator, das mache ich jetzt mal. So. Okay, gehen wir mal handelbare Märkte. So, nämlich bei einem Broker. Ja, zack. Dort haben wir immer noch 74%. Den Broker sind short im DAX. 74%. Alles, was über 65 ist, ist dann als Gegenindikator sehr gut zu betrachten. Also Long Air. Sehr viele Marktteilnehmer short im Markt. Gut, dann warten wir, bis der Markt hier in irgendeine Box reinläuft. Es ist 8:42 Uhr. So, dann kann das durchaus sein, dass wir die erste Box
hier eine Wohlerbox bekommen. Zwei und los geht es. Und wir sehen auf dem linken Bildrand 15,237 die Wohlerbox, das auch für den Hedge-Auflösungstrade. 15,237 zu 15,222, das wäre jetzt ist die erste Box. Und wir sind long im ersten Trade. So, es ist 9:04 Uhr. Die erste 5-Minuten-Kerze ist jetzt gleich rum und wir sehen, ich habe oben auf das angepasste Ziel nicht gedrückt, aber ja, wir sind immer noch im ersten Trade long und schauen mal, ob der Trade hier sich nach oben entwickelt. Daily Pivot. Oberhalb des Daily Pivots sind wir eher long, unterhalb sind wir eher short. Zielmarke hier sehen wir unten sehr schön 15,166. Das sind die nächsten grünen Boxen nach unten hin. Nach oben haben wir nichts. So, wir gehen jetzt mal in den Landeanflug. Neun jetzt aktuell. Und wir sind raus. Das war unser Eröffnungstrade. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und dann noch gute Trades und bis morgen.